Hallo meine Freunde. Wir werden nie erfahren, wie dieses Kätzchen in einem so schlechten Zustand enden konnte, als es nur wenige Wochen alt war. Ärzte vermuten, dass es wahrscheinlich geschlagen wurde. Retter verstehen nicht, wie es dieses schreckliche Erlebnis überleben konnte. Das Kätzchen war wirklich ein Kämpfer und hat das bewiesen. Die Katze namens Wicket wurde neben einem Müllcontainer gefunden und war dem Tod nahe. Trotzdem haben sich Freiwillige um ihre Rettung gekümmert und alles getan, um sie so schnell wie möglich zu heilen. Ihre Retter fragen sich immer noch, wie das kleine Kätzchen unter solchen Bedingungen überleben konnte. Was sie nicht wussten, als sie sie trafen, war, dass sie es mit einem echten Kämpfer zu tun hatten. Der Überlebenswille des Kätzchens war enorm. 2 Wochen lang wurde der kleine Fellball jeden Tag mit Antibiotika, Spritzen und Schmerzmitteln gefüttert. Sie konnte auf die Liebe und Unterstützung ihrer Adoptivfamilie sowie die Treue der Tierärzte zählen. Mit der guten Unterstützung konnte Wicket zunehmen und ihre Verletzungen heilen. Trotz allem war keine Operation für ihren gebrochenen Kiefer oder ihre Pfote erforderlich. Eine erstaunliche Katze. Nach einem harten Kampf kann das 6 Monate alte Kätzchen nun das Leben genießen wie seine Altersgenossen. Alle ihre Beschwerden sind endlich verschwunden. Sie lebt jetzt bei einem Tierarztassistenten, der sich in schweren Zeiten um sie gekümmert hat. Wicket ist die glücklichste Katze. Sie teilt ihr neues Zuhause mit einer anderen Katze und erhält all die Liebe, von der sie immer geträumt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, bewerten Sie es bitte mit einem Daumen nach oben und hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Vielen Dank.